Herzlich willkommen zum European Circle Report. 25 Jahre nach der nuklearen Katastrophe in Tschernobyl hat die EU-Kommission weitere 110 Millionen Euro für geplante Sicherungsarbeiten bereitgestellt. Dies kündigte José Barroso schon vor dem Gipfel zur nationalen Sicherheit an. Die Europäische Union fühlt sich verpflichtet, die nukleare Sicherheit besonders in Tschernobyl zu wahren. Morgen werde ich im Auftrag der Europäischen Kommission in der Konferenz ankündigen, dass die EU 110 Millionen Euro dafür zur Verfügung stellen wird. Mit dem Geld soll ein riesiger Schutzmantel um den zerstörten Block 4 des Kernkraftwerks errichtet werden. Der EU-Entwicklungskommissar Andres Pierboeghs machte deutlich, dass eine Zusammenarbeit zwischen der EU und den internationalen Partnern unerlässlich sei, um weitere Unfälle zu vermeiden und Schäden so gering wie möglich zu halten. Nuclear energy is an important component in the energy mix of... Die nukleare Energie ist ein wichtiger Teil in der Energieproduktion jedes Landes. Deshalb ist es notwendig, für die Atomkraftwerke den höchstmöglichen Sicherheitsstandard zu erreichen. Die Europäische Kommission bleibt der Zusammenarbeit mit den internationalen Partnern verbunden, um nukleare Sicherheit zu erreichen. Wir müssen alle zusammenarbeiten, um nukleare Unfälle zu vermeiden und sicherzustellen, dass das Vermächtnis Tschernobyls nichts anderes hinterlässt, als den Wunsch, ein sichereres Umfeld zu schaffen. Nach 25 Jahren wirft die Katastrophe in Tschernobyl immer noch ihre Schatten. 25 Jahre lang. Chernobyl still casts a shadow. Um den Schutz der Bürger zu gewährleisten, wurde nun außerdem eine umfangreiche Gesundheitsversorgung für Neugeborene veranlasst und auch die Ausstattung von Krankenhäusern verbessert. Um Arbeitsplätze in der Region zu schaffen, investierte die EU in Agrarsektor und private Unternehmen. Am 17. April war Wahltag in Finnland. Eindeutiger Sieger ist die rechtspopulistische EU-kritische Partei Wahre Finnen. Mit den erreichten 19% konnte die Partei ihre Stimmanzahl vervierfachen. Das erklärte Ziel der Wahren Finnen ist eine Verschärfung des Ausländergesetzes sowie eine Neuverhandlung des EU-Stabilitätspaktes. Der Stabilitätspakt kann nur in Kraft treten, wenn alle 27 Euro-Länder diesem zustimmen. Daran hängt auch die Hilfe für Portugal, die im Ernstfall, sollte Finnland dem Pakt nicht zustimmen, nun gestrichen würde. Zudem wollen die Wahren Finnen Schwangerschaftsabbrüche erschweren und die Schwulen- und Lesben-Ehe abschaffen. Die finnischen Politiker hoffen nun auf eine Koalition mit der konservativen Partei, den Wahren Finnen und den Sozialdemokraten. Allerdings sprach sich die rechtsorientierte Partei bislang gegen eine Zusammenarbeit aus. Die Konservativen werden in Zukunft 44, die Sozialdemokraten 42 Plätze im 200-sitz-starken Parlament besetzen. Die Wahren Finnen kommen immerhin auf 39 Abgeordnete. Insgesamt beteiligten sich über 70% an den diesjährigen Wahlen. Insgesamt plant die EU für das Jahr 2012 133 Milliarden Euro ein. Die Ausgaben kommen laut Janusz Lewandowski vor allem den Bürgern zugute. Nur 6% des Haushaltes geht direkt in die EU-Verwaltung. Der Rest, also ganze 94%, werden für Regionen und Städte oder Forschung und einzelne EU-Bürger angewandt. Um ein Wirtschaftswachstum zu gewährleisten, werden rund 58 Milliarden Euro für nachhaltiges Wachstum veranschlagt. Forschern in der Schweiz, Frankreich und Großbritannien gelang eine bahnbrechende Entdeckung bei der Bekämpfung von Malaria-Parasiten. 4 EU-finanzierte Forschungsinstitute setzten nun Chemotherapien ein, die eigentlich für die Krebsbehandlung vorgesehen sind, gegen Malaria. Dies ist ein enormer Durchbruch gegen die Krankheit, an der 2009 225 Millionen Menschen erkrankten und 80.000 verstarben. Morgegen Quen, EU-Kommissarin für Forschung, Innovation und Wissenschaft, machte deutlich, was diese Entdeckung für die Zukunft bedeutet. Diese Entdeckung könnte zu einer wirksamen Malaria-Behandlung führen und so Millionen Menschenleben retten, sowie das Leben zahlloser weiterer Menschen verändern. Dies zeigt wieder einmal, welchen Mehrwert EU-finanzierte Forschung und Innovation zum einen und Zusammenarbeit insbesondere mit Wissenschaftlern in Entwicklungsländern zum anderen schaffen können. Seit 2002 investierte die EU 180 Millionen Euro in die Malaria-Forschung. Die Schwierigkeit lag bisher in der Wandelbarkeit der Parasiten. Dadurch waren sie innerhalb kürzester Zeit immun gegen sämtliche Medikamente. Mit der neuen Methode wird nicht der Parasit selbst bekämpft, sondern das Zellwachstum der Wirtszelle gestoppt. Dadurch wird diese dann unbrauchbar für den Malaria-Parasiten. Das war der Report für diese Woche. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.